Was geht, Vati, wieder am Start? Kommst du neues New Gear Opening? Arriba! Freunde, es ist wieder soweit. Neue heiße Ware, neues Display. Und zwar Legendary Duel Disc Rage of Ra. Ich halte in Händen und du bist dabei. Woo! Freunde, ich halte endlich das Prachtstück in meinen Flossen. Vielen Dank an Konami. Kuss geht raus für die schnelle Lieferung. Ich hab's auch endlich und kann endlich für euch das auspacken. Ich freue mich tierisch drauf. Hoffe, euch wird das Video auch gefallen. Und ja, viel Spaß, wir packen das aus, wir darf aber nicht vorher fehlen. Genau, das ist der Butterfly für Arme, er zerschnippelt, zersägt, zerschneidet jede Box. Jawohl, packen wir mal aus und schnuppern mal die Booster rein. Auf jeden Fall, so sieht das Booster aus. Und ja, deswegen, wenn du Experten, Yugi-Experten sehen möchtest oder Yugi-YouTuber, guck die an, die haben mehr Ahnung. Ich bin eher der Chillige, der einfach anschauen möchte. Naja, auf jeden Fall, so sieht das aus. Ach ja, das habe ich gar nicht erwähnt. Ghost Rare Karten, also eine Ghost Rare Götterkarte ist am Start. Ich glaube nur Ra, ich werde schon amerikanisch, ist die Ghost-Karte. Mal gucken, wenn wir die ziehen, ne? Ich mache Rückwärtssalto. Nicht. Auf jeden Fall sehr schöne Karte. Da haben wir Rare. Das ist die ich lese immer die Rare oder die Super-Rare-Karten, okay? Psi-Mega-Cyber in Rare-Karte. Sehr schön. Yeah, zur Seite mit dir. Weiter geht's. Ansonsten, Freunde, hoffentlich hast du dieses wunderschöne Boosterchen auch erworben. Ne? Schreib es in die Kommentare. Da können wir ja vielleicht gegeneinander sich unterstützen oder tauschen. Würde ich auch mal gerne. Oder ein Kämpfchen machen. Es gibt ja Duel Link zum Beispiel. Ne? Diese App, da kann man auch gegeneinander spielen, habe ich gehört. Ja, natürlich. Wenn du das willst. Ey, das ist die gleiche Karte. Schau mal zweimal. Auf jeden Fall, ja, dann können wir auch abchecken. Ich glaube, jetzt gibt es sogar Xyz Monster. Könnt ihr auch gerne abchecken. Ne? Astral und Yunai, hieß er so? Yuma, glaube ich. Genau. Und ja, die sind auch am Schlüssel jetzt und könnt ihr auch gerne abchecken. Oh, Jinzo die Maschinenbedrohung in Super Rare. Ne, Ultra Rare. Ist das Ultra Rare? Ja, genau. Super Rare wäre das nur und das, ja, genau. Ultra Rare. Sehr schön. Und Rare ist die Reaktorschleim, sorry. Wenn ich manchmal verschissen habe, so falsch gelesen habe, tut mir es jetzt schon leid, aber manche feiern das, wenn ich mal reinscheiße mit meinen Aussprachen oder wenn die Schriftzug so lang ist, dass ich das nicht mal aussprechen kann. Ja, egal. Freut mich ja auf jeden Fall, dass dir es gefällt. So, weiter geht's. Hoffe, ich ziehe mir eine Ghost Rare Karte, falls das die Götterkarte ist. Ne? Also rar. Oh, Jinzo. Eine sehr beliebte Karte damals gewesen. Und ja, habe ich gefühlt, ne? In Super Rare haben wir die MacLord Fertigung. Super Rare sieht schön aus und das ist die Rare-Karte, das ist Cyber Energieschock. Sehr, sehr geil. Zur Seite, da muss ich das dritte Stapel machen. Zack, dahin und weiter geht's. Zack, zack, zack. So, ich habe das so sortiert, weißt du, damit ich das für mich so habe. Yes, gucken wir mal. Weiter geht's. Okay. Yeah, das ist auch in Super Rare. MacLord Armee Zerstörer Obligator in Super Rare. Und die Rare-Karte ist MacLord Umlenkung. Okay, interessant. Viele denken so, wenn man nur anguckt, das bringt was für den Zuschauer, für den YouTuber, klar, bringt das was. Aber wenn ihr auch kommentiert, wäre noch so diese Sahnehäubchen, weißt du, beim Unboxing. Würde mich echt drüber freuen. Naja, MacLord Astro der Ausrotter. Okay, weiter geht's. So, zack, zack. Sind noch ein paar Booster, ne? Deswegen holt euch schon mal Popcorn oder sonst was. Jinzo ist wieder am Start. Und, yes, was ist das? Kosmos Kanalisierung. Boah, ich kann das nicht mal aussprechen. Siehst du, jetzt fängt schon wieder an. Ich scheiße mal rein, ey. Tut mir leid, aber ich glaube, ja, was soll ich machen? Auf jeden Fall, die Karte ist gut. Scheiße, ey, Blamage ist da, aber egal, ich lass drin, ich kann's halt, ne, viele würden das wegschneiden oder sonst was, aber, ach, was soll der Geiz, wir sind auch nur Männchen. Ein wildes Monster erscheint, oh, okay, schöne Rare-Karte, so, bitte ein Ghost Rare, ich hatte schon mal damals ein Ghost Rare, das war Nummer 17, Xyz Monster war das, ne? Genau, das war in Ghost Rare hatte ich das. Oder, nee, war das die? Nee, das war das andere, reingedruckte Karte.
Reaktorschleim habe ich auch nochmal. Nee, was war das? Ich hatte eine Ghost, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Ich will nicht lügen. Ach, Mann. Das gab's gar nicht bei Xyz. Das gab bei Synchro, glaube ich, war das. Ich weiß nicht mehr, Mann, welche Karte das war. Auf jeden Fall, ich hatte eine, aber... Ah, Rar-Schüler. Auf jeden Fall, ich hatte das, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war. Okay. MacLeod Astro, der Ausrotter. Haben wir auch nochmal. Okay. Oh, Jinzolot. Und hier, MacLeod Astro-Drache Triskelion. Triskelion. Sehr schöne Karte in Ultra Rare. Und als nächstes schon wieder die Karte Kosmos Kanalisierung. Jetzt habe ich das richtig ausgesprochen. Ja, ich kann's, genau. Reingeschissen, ey. Naja. Oh Mann. Aber sehr schöne Karte, ne? Ultra Rare feiere ich immer, ne? So kann's nur weitergehen. So kann's wirklich nur weitergehen. Fokus bitte. Zack. 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 Und Super Rare, das ist MacLeod Imperator Wiesel Synchro Absorption. Ja, genau. Ja, und schon wieder diese Karte. Die doppelte lese ich nicht mehr vor, ganz ehrlich. Ihr wisst ja, wie die heißt. Oder könnt ihr selber lesen, wenn ihr Pause drückt. Wenn ich so schnell bin, tut mir auch leid. Aber ich will so schnell wie möglich machen diesmal. Weil, ja, ich babbel ja schon ein bisschen mehr als sonst. Okay. Ah, den haben wir auch schon gehabt, dem Psy-Typen. Aber jetzt ungelogen schon einige doppelt. Ich will ein bisschen Abwechslung, bitte. Gönn mir ein bisschen, hier, diese gut anderen Karten halt, ne? Schon wieder. Oh mein Gott, das wird ja lustig. Am Ende können wir sortieren kurz. Da kann ich auch einen Cut machen, dann zeige ich euch alles, was ich doppelt habe, wenn ihr wollt. Also, ne, wäre schon lustig. Zack, zack. Oh, oh, da ist was. Super, und das, ne, lese ich beide vor. Und zwar Vereinigung des Sonnengottes und unvergängliche Legierung. Okay. Ich feiere das. Wisst ihr, wie schön das ist, neue frische Booster oder allgemein Displays aufzumachen? Es ist einfach ein schönes Gefühl. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber Makura, der Zerstörer. Sehr schöne Karte, ne? Habt ihr gesehen? Ja. Ist echt schönes Feeling, wenn man diese Sachen auspackt. Deswegen, ich kriege dann Glücksgefühle. Hört sich bestimmt komisch an, aber ja. Also bei mir ist das jetzt so. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Fokus bitte. Boah, das Schlimmste wäre, wenn der Fokus ganze Zeit nicht drin war. Und mir kann ja keiner Bescheid geben. Dann wäre es schon ein bisschen mies. Naja, ich achte jetzt mehr drauf. Naja, so ist das Leben. Man kann nicht immer alles haben, ne? So. Aber weißt du, was interessant ist? Und? Okay, zwei neue Karten. Die Super Rare oder Ultra Rare Karte kommt vor der Rare Karte. Das ist interessant. Gesetz des Kosmos und MacLeod Umlenkung. Ah, die hatte ich glaube schon. Aber die Karte sieht so schön aus. Wirklich, guck mal nochmal für dich. Genießt, guck mal. Fokus ist da. Wow, schönes Artwork. Fokus. Ah, oh, schon wieder. Nee, ich verstehe das nicht. Warum? Warum so doppelt? Gibt es keine anderen Karten? Das ist ja alles so MacLeod-Karten, ne, gefühlt. Oder Jinzo von seinen ganzen Familie. Ist alles am Start. Ah, okay. Okay. Ah. Und, ja. Ein wildes Monster erscheint. Ah, das hatten wir auch schon. Okay. Ist okay. Weißt du, ich reg mich nicht auf. Dann am Ende kommt die beste Karte, Ghost Rare War. Und dann sind wir alle glücklich. Und dann habe ich, ja, meine Karte gezogen. Ah, nee, ich habe gespoilert. Scheiße, da kommt er nicht. Ach. Hügel des gebundenen Schöpfers. Das neue, glaube ich. Die hatte ich noch nicht. Zack. Weiter geht's. Ich bin heiß. Ihr könnt ja euer Kartenpool erzählen in den Kommentaren. Ob ihr auch was Gutes gezogen habt. Und ja, den hatten wir schon. Der andere ist neu. Das ist der weiße Aura Bimut. Okay. Synchro.
Sieht sehr, sehr stabil aus. Ich finde wirklich, allgemein diese weiße Karten, das geht mir ab. Ach, das Ultra Rare sogar, sorry. Wie heißt das? Das feiere ich irgendwie. So Synchro-Monster. Ja, Mann, habe ich damals auch gefeiert. 5Ds war schon einer meiner Lieblings. Okay, GX war besser, glaube ich. Ich weiß es nicht. Beides war geil. Aber schreibt mal eure Lieblings-Yu-Gi-Oh!-Staffel in die Kommentare oder, ne? Würde mich echt interessieren. Das hatten wir auch schon zum vierten Mal ungefähr. Okay. Hoffentlich jetzt. Ach, scheiße, ich spoiler mich schon. Ah. Das ist Hüge des Jahres, das hatten wir schon. Okay. 9, 10, 11, glaube ich noch. 12, pipapo. Okay, komm bitte. Gib mir es. Gib mir es. Ah, Mann. Diese Soundeffekte, sorry. Ey, schade. Man hofft sich das so. Ich hatte noch nie. Ich habe ja jetzt ein paar Displays schon aufgemacht auf dem Kanal. Ne, könnt ihr jetzt gerne abchecken, falls ihr meine anderen Videos noch nicht gesehen habt von Yu-Gi-Oh! Auf jeden Fall, ich hatte nie Glück, so eine krasse Karte zu ziehen. Außer, glaube ich, einmal, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, deswegen. Beide Karten hatte ich schon, ne, das sind doppelte. Und ja. Super rare und rare. Schmeckt, habe ich. Auf jeden Fall, ich hatte noch nie Glück, eine Baba-Hauptkarte zu ziehen vom Display oder so. Oder vom Booster halt. Deswegen hofft man sich jetzt endlich, dass man ein bisschen mehr Glück hat. Das ist. Ah, hatte ich auch schon. Okay, ich muss euch gleich wirklich alle mal zeigen. Ehrlich. Jetzt noch mit dem. Also mit dem hier sind noch 8 Booster. Damit ihr Bescheid wisst. Ja. Bitte, ich muss einmal Glück haben, Junge. Ah, Fokus. Ey, ey. Beruhig dich. Okay, das ist Dingsbums-Karte, die hatten wir schon. Millenniums-Enthüllung. Boah, du kannst ein göttliches Ungeheuer-Monster von der Hand im Friedhof legen. Oh, Junge, was ist das für ein Artwork? Ey, da, boah, Junge. Ungelogen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Sieht man das? Ach, du Scheiße. Boah, Junge, da komme ich. Boah, ich könnte weinen. Ihr versteht das nicht. Ihr denkt so, das ist alles Bluff. Aber. Oh. Einfach wunderschön. Ich weiß nicht, ich fühle das. Ehrlich, ich fühle das zu sehr. Cyber-Energie-Schock. Die hatte ich, glaube ich, auch schon. Okay. Echt schon viele Doppelte. Aber ist gut. Manchmal eine Doppelte sind wichtig, wenn man das zum Beispiel fürs Deck nutzen möchte. Deswegen ist schon okay. Natürlich für Sammler so. Denkt man sich so, was soll ich mit 10 mal das gleiche? Oh. Oh, was ist das für eine Karte? Glutkanone. Oha. Was? Rasfähigkeit bestimmt oder eine Zauberfähigkeit für ihn, ne? Ja, hier sieht man ja, da ist er ja drauf. Wahnsinn. Fokus bitte. Ja. Glutkanone. Ich weiß nicht, ob die gut ist. Schreib genau, wenn der Preis oder so. Ne, da habe ich ja keine Ahnung von. Mich juckt das eigentlich auch nicht. Aber wenn du sagst, Fatih, du hast eine seltene Karte gezogen, die Millionen wert ist. Schreib in die Kommentare. Würde mich echt drüber freuen, wenn du mich dabei unterstützen könntest. Ja. Echt. So. Das wäre. Super, ne? Weil ich habe nicht die Preise oder sonst was im Kopf. Ja, also, ne? Weil es mich auch nicht so interessiert. Aber trotzdem, wenn man einen Schatz hat, ne? Warum nicht? Der richtige Name. Boah, ist auch eine schöne Karte. Ne? Geil. So mit so einem Amulett. Na doch, ich finde gut. Jetzt noch Ra in Ghost Rare. Da bin ich glücklich, glaube ich. Da kann ich mich schön auf die Wiese legen. Heute entspannen. Okay, ist nass draußen, aber. Naja, dann auf dem Balkon vielleicht. Ah, der ist auch nass. Scheiße. Ja. Und die hatten wir nicht. Doch, hatten wir auch schon. Umlenkung, ne? McLeod-Umlenkung. Wer kennt ihn nicht? Genau. Hier. So, dann noch da im. Ich glaube, noch 3 Stück haben wir da. Mit der ist die vierte. Okay. Komm. Komm. Ich habe noch Hoffnung. Eine krasse Karte noch. Bitte. 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 Und das haben wir auch schon gehabt. Eine Götterkarte. Von mir aus nehme ich auch Obelisk. Kein Problem. Also ich bin zufrieden damit dann. Ne? Kann ich in Ruhe schlafen gehen. Bitte. Zack. Aber ich glaube, es ist schon vorbei. Also, ja. Ich glaube nicht, dass ich noch Glück habe. Die letzten 2 Booster, Freunde. Und dann haben wir das. Ne? Packen wir jetzt aus. Den zur Seite. Pff,
Einmal drauf spucken, vielleicht bringt das Glück. Jetzt aber, komm. Zack. Zack. Jetzt. Ach. Was ist das? Ah, die hatten wir auch schon. Das ist der unverdrängliche Legierung. Und die letzte Karte, Freunde. Wünscht mir Glück. Die letzte Booster. Nicht die letzte Karte. So. Die genießen wir zusammen. Ja, leider Gottes keine Ghost Rare. Aber ich bin zufrieden. Das war's mit dem Yu-Gi-Oh! Opening, Freunde. Hoffe, ich hat euch das gefallen. Ja, wenn ihr noch mehr sehen wollt, einfach Daumen hoch oder runter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kuss geht raus.